wirklich? Wo sind diese Idioten? Hey, wir brauchen hier mehr Jungs. Vernichtet ihn! So, jetzt können wir spielen. Daneben. Er darf nicht gewinnen! Es ist... Bam, 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 bam. Na, was geht, Leute? Versucht ihm den Hintern! Ich bin eingesponnen! Nö. Was? Bitte? Danke. Verdammt! Nachzügler! Da werde ich aber eine Menge Abmahnungen schreiben müssen. Könntest du das lassen? Ich habe Fragen. Du bist tot! Können wir das mit der Rakete da lassen? Vorsicht! Keiner! Ungestraft, Ärger! Lass das doch mal. Hier kommt der Nachschub. Wieso kriege ich keinen Nachschub? Ach ja, mich kann niemand leiten. Was ist das eigentlich? Spider-Man. Von meinen Quellen weiß ich, dass sie damit schweren Waffen handeln. Nein, Quatsch. Raketenwerfer. Fisk kommt an Material ran, das eigentlich nur vom Militär genutzt wird. Das muss weg von der Straße. Um jeden Preis. Ich bin schon dabei. Kämpf! Hier, du hast mein Raketenwerfer. Wir packen das. Ich mach dich kalt! Nö. Seh. Du hast eine Pistole in der Hand. Aber nicht. Hier. Kann man diesen aufhalten? Unterstützung! Wisst ihr, es gibt unterschiedliche Arten der Unterstützung. Ihr könnt ja doch einfach auf toll gemacht sagen. So, der möchte elektrisiert werden. Das war ein Schüssel. Das sind noch mehr. Irgendwie rühren, wie sehr ihr Jungs eurem Boss im Knast Gesellschaft leisten wollt. Oh. Könntest du das lassen? Auf ihn! Hol die Netze weg! Du triffst mich! Okay. Du entkommst uns nicht! Das halte ich persönlich für eine Lüge. Ich. Wo ist denn der Raketenwerfer? Oh, da ist er. Mehr als einmal. Für diesen Kerl. Bong. Zack. Abgeschlossen. Aua. Habe Big Willys Jungs plus Waffen verschnürt wie ein Paket unterm Weihnachtsbaum. Naja, farblich ähnelst du ja schon dem Weihnachtsmann. Danke. Hm.
Ja, ist doch mal. Da ist eine Taube. Bleib hier! Ich tu dir nichts! Auert. Es fängt an, Leute. Offenbar gibt es einen deutlichen Anstieg der Drogengeschäfte in unserer schönen Stadt. Und das sind nicht die Dämonen oder Wilson Fisks, Leute. Die Verbrecher werden durch die Bank frecher. Wie ich vorher gesagt habe, kriechen die Ratten aus ihren Löchern. Sie spüren unsere Schwäche und wittern ihre Chance. Nie hat jemand auf mich gehört. Aber hoffentlich tun sie das jetzt. Seien Sie vorsichtig da draußen. Halt, stopp. Ich greife mal lieber ein, bevor noch mehr sterben. Hey, Dächer sind zum Grillen da, nicht zum Ballern. Vielleicht beides? Klar, ich habe euren Job für euch gemacht, aber passt schon. Action ist mir Lohn genug. Ja. Aufbrechen haben sie erledigt. Eindringen werde ich verhindern. Ich hab gesagt, das ist zu laut. Mann, kaum ist Fisk weg, schlägt die Stunde der Stümper. Ja, ne? Okay, ich glaube, er ist uns überlegen. Aua. Lass uns in Ruhe. Nice. Los, Jungs, in uns steckt mehr. Hey, was? Das ist unfair. Nein. Was war los? Also, später im Knast habt ihr beim Ausbrechen wahrscheinlich so viel Erfolg wie beim Einbrechen.
Einheiten. Ein Überfall wurde gemeldet. Spidey Squad. Mein einziger Fanclub. Wenn Jameson auf mich losgeht, denke ich an sie. Das hilft. Wir behalten uns vor, die Bedienung zu verweigern und jegliche kriminelle K.O. zu schlagen. Wie auf dem Schild vermerkt. Mach den Mist von mir ab! Ja. Leute, lassen wir das mal, ja? Ich wollte eigentlich noch ein bisschen rumziehen, aber das lassen wir. Hi! Du und ich haben eine Abbildung, weil du bekommst das Ding vom Kopf und du lässt deine Waffe. Jetzt hast du ja eine neue Waffe. Lass mal. Völlig abgedreht, einen Laden in der Stadt auszurauben, die von... und die allgegenwärtigen Türme darstellen. Aber zumindest dient das der Verbrechensbekämpfung. Vor kurzem wurde beobachtet, wie Spider-Man an diesen Türmen herumhantierte. Und zu Recht gehen meine treuen Hörer davon aus, dass er die Türme deaktivieren will, damit er weiter ungestraft seinen illegalen Missetaten nachgehen kann. Aber Spider-Man ist keine gewöhnliche Bedrohung. Ha, er ist eine Kung-Fu-Meisterbedrohung der 12. Stufe. Und deswegen denke ich, er hackt sich in diese Türme, um sie und mich auszuspionieren. Ihre einzige Verteidigung? Hören Sie sich meine Show an. Immer. Er will uns ausspionieren. Lassen wir ihn hören, dass wir ihn durchschaut haben, indem Sie mir zuhören. Und zwar ohne Pause. Ah ja. Den will ich mal ausprobieren. Moment. Achtung, Einheiten. Haben Meldung über Entführung. Haben eine Meldung aus Morningside High. Over. Moment. Irgendwann erfinde ich einen Stoff, der Klang- und Lichtwellen deformiert. Ein Tarnanzug wäre sehr praktisch. Die KI meines Anzugs nennt mir den wahrscheinlichsten Aufenthaltsort des Opfers. Sie sind in Sicherheit. Sie dachten, ich wüsste, wo Fisk sein Geld versteckt, aber ich bin nur der Kassierer. Oh nein, Sie sind zurück! Mann, sag ihm, komm, mach dich! Du bist es! Das ist... Ich bin gerade eine Woche in der Stadt und schon treffe ich dich. Ich glaub's nicht! Hi. Aua. Das war's, Freak! Nein, das ist nicht okay! Boah. Was ist los mit euch?
darum gebeten. Ich bin als Vermisstenanzeige geendet. Danke, Spidey. Typ im Kofferraum. Was ich ein bisschen vermisse, ist in Spider-Man 2 gab es die Mission, dass man... Also was heißt vermisse? Das sind ja zwei unterschiedliche Spiele. Aber in Spider-Man 2 für die PlayStation 2 gab es die Mission, dass man die... Yuri, hier wimmelt es von Fisks Männern mit verdächtigen Beulen. Waffen. Ich rede von Waffen, natürlich. Ich kann keine Razzia wegen Beulen anordnen. Nur ein Tipp, aber es kann schnell ein öffentlicher Aufruhr daraus werden. Alle unterschätzen uns. Spider-Man, Magion, sie werden dafür bezahlen. Es wird sicher einfacher, wenn der Boss wieder draußen ist. Jeder weiß, er ist der Kingpin. Man sollte also Angst vor ihm haben. Glaub mir, das wussten wir schon vorher. Echt? Warum sind dann all die kleinen Kingpin auf den Boot hin? Also, da gab es halt die Mission, dass man Leute ins Krankenhaus bringt. Da sind die auf die Schulter genommen. Und konnte sie dann halt die Bürger ins Krankenhaus bringen. Voll gut. Bong. Ah, Moment. Davon machen wir ein Foto. Ne. Wer kann? Stellt euch ordentlich an, ich warfte einen nach dem anderen. Denke, alle wollen mich umbringen, wenn jemand auf mich zurennt. Aber das wollen sie immer. Spider-Man, alle Arbeiter von der Baustelle haben erzählt, dass sie kürzlich in Atlantic City viel gewonnen haben. Die schnelle Form der Geldwäsche. Da könnte Fisk sein Geld im Moment parken. Hier liegen die Daumenschrauben an. Ich arbeite an einem Pachtbefehl. Ich bin dir voraus. Verstärkung! Klasse! So langsam war ich diese anderen Typen leid. Gleich wirft er damit! Wenn man jemanden findet, der sich wie Willys Leute für einen verprügeln lässt, kann man sich glücklich schätzen.
Nachricht von euch für euch. Mit mir machst du das nicht! Erstmal. Mr. Fisk lässt grüßen! Okay. Deine Leute haben hier keine Probleme mehr. Und Wilson Fisks Probleme werden immer mehr. Gut gemacht. Oh, die viel Glückkarte vom Daily Bugle, als ich von dort zur Forschung gewechselt habe. Oh, die viel Glückkarte vom Daily Bugle, als ich von dort zur Forschung gewechselt habe. Wirklich tolle Leute da. Und Jameson. So, Leute, ich bedanke mich jetzt aber erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.